Herzlich willkommen zur Stuttgart-Cannstatt Study Hour. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sein können, um Gottes Wort zu studieren. Wir haben das dritte Viertel und jetzt die letzte Lektion, Lektion Nummer 13, und die lautet Ein Glaubensschritt. Doch bevor wir starten, darf ich euch einladen, dass wir gemeinsam zusammen beten und dazu das Haupt neigen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir in diesem Vierteljahr diese wunderbare Botschaft studieren konnten, wie wir anderen Menschen missionarisch dein Wort weitergeben können, wie wir Freunde für die Ewigkeit gewinnen können. Herr, wir danken dir, dass wir viele Dinge erkennen durften, dass wir deinen Plan, Herr Jesus, wie du damals auf dieser Erde mit Menschen umgegangen bist, studieren konnten. Wir bitten dich, Herr, hilf, dass wir das nicht nur theoretisch jetzt gehört haben und studiert haben, und dass wir das auch in die Praxis umsetzen können. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns motivierst, auch durch diese heutige Lektion, dass wir das, was wir in der Theorie gehört haben, in die Praxis, auch in der Praxis tun können. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen, um deinen Heiligen Geist, der es uns führt, unsere Herzen öffnet, und hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja. Freunde für Gott gewinnen. Lektion 13, ein Glaubensschritt. Und zwar, der Merktext, den wir dieser Woche haben, lautet aus Philipper 2, Verse 5 bis 7. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Hier geht es also in diesem Merkvers um die Menschwerdung Jesu, um die Erniedrigung Jesu. Das werden wir im Laufe der Lektion, die wir jetzt durchgehen werden, auch zusammen noch studieren. Doch bevor wir damit beginnen und einsteigen, nochmal ein Überblick. Und zwar, ich möchte jetzt nicht über alle 12 oder alle 13 Themen des ganzen Vierteljahres etwas sagen, zusammenfassen, sondern nur einige Highlights. Also ich war ganz begeistert von dieser Lektion in diesem Viertel. Von Mark Findlay, der hier wirklich sehr, sehr gute Sachen ausgearbeitet hat und auch sehr gute Formulierungen gebracht hat, auch gerade und auch wichtige Aspekte hier aufgezeigt hat, die wichtig sind, um Menschen für Gott zu gewinnen. Es gibt übrigens auch verschiedene Bücher von ihm und auch Broschüren, die auch gerade auch um Seelengewinnung gehen. Auch das ABC der Entscheidung zum Beispiel von ihm geschrieben, kann ich nur empfehlen, weil das ein Buch ist, was uns hilft, Menschen es leichter zu machen, Ja zu sagen, Jesus zu folgen und seiner Wahrheit zu folgen. Gut, also einige Themen, die mich besonders angesprochen haben in diesem Viertel, diese einige Höhepunkte, das war Lektion Nummer 2, das persönliche Zeugnis. Warum ist das wichtig? Wir haben hier studiert, dass Paulus unter anderem immer wieder ihre Geschichte erzählt haben, wie sie zu Gott gefunden haben. Und zwar das persönliche Zeugnis kann verschiedene Ebenen haben, aber das wichtigste persönliche Zeugnis ist das Zeugnis der Bekehrung. Nämlich, wie war mein Leben, bevor ich mein Leben Gott übergeben habe? Wie habe ich mein Leben Gott übergeben? Wie bin ich dazu gekommen? Wie habe ich Gott kennengelernt, Jesus kennengelernt, die Gemeinde kennengelernt? Und was hat sich danach verändert? Wie ist mein Leben danach geworden? Meistens erzählen Täuflinge bei ihrer Taufe so ein Zeugnis. Ja, wie ihr Leben früher war, wie sie denn Gott und die Gemeinde kennengelernt haben, ihre Entscheidung für Gott und was sich geändert hat, was ihnen das wert ist, warum ihnen das wichtig ist. Natürlich kann ich auch Zeugnis geben, warum ich den Sabbat halte oder warum ich an die Unsterblichkeit der Seele nicht glaube oder irgendwelche anderen Dinge, die auch mit dem Glauben zusammenhängen. Aber dieses persönliche Zeugnis der Bekehrung, das ist das Wichtigste. Und ich möchte euch herausfordern und einladen, dass ihr diese Lektion 2 nochmal studiert und dass ihr dann euch persönlich euer Zeugnis einmal aufschreibt. Denn man sollte sich das aufschreiben. Also ich habe es erstmal gemacht, mir genau aufgeschrieben, was ich so sage. Und da habe ich mir nicht das auswendig gelernt, das geht nicht. Aber ich habe mir die wichtigsten Dinge dann in Stichpunkten aufgeschrieben und dann mir eingeprägt. Welche Stichpunkte sollen dabei sein, wenn ich das erzähle? Und dann sollte man eine lange Version haben für das Zeugnis, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, 5 Minuten vielleicht, und eine Kurzversion in einer Minute oder 2 Minuten den Menschen zu sagen, was das zusammengefasst auch bedeutet. Ja, denn nicht jeder hat so viel Zeit. Deswegen sollten wir uns dieses Zeugnis aufschreiben und dann einfach mal einsetzen.
Darum beten, lieber Gott, zeig mir, wo ich das Zeugnis einsetzen kann. Und dann wird Gott uns Gelegenheit schenken, wo mal der Heilige Geist uns erinnert, komm, jetzt ist dein Zeugnis dran, jetzt sage es. Und übrigens am Ende des Zeugnisses sollte man einen Bibeltext mit den Leuten lesen. Und zwar, dass man sagt, mir ist ein Text besonders wichtig geworden. Und dann kann man einen Text nennen, zum Beispiel, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, Matthäus 11, Vers 28 oder irgendeinen anderen Text, der eine Verheißung, die euch persönlich wichtig ist. Ja. Deswegen, das Zeugnis ist ganz, ganz entscheidend und wichtig, gerade für die Mission, Freunde für Gott gewinnen. Ja. Thema Nummer 3 ist auch ein ganz wichtiges Thema gewesen, die Menschen mit den Augen Jesu sehen. Hier haben wir vor allen Dingen gesehen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Dass Jesus die Menschen nicht beurteilt hat nach dem, was man so vor sich sah, sondern mit den Augen Gottes. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und wir Menschen sind manchmal andersrum. Wir lieben die Sünde, aber hassen den Sünder. Und Menschen, die unbequem sind, Menschen, die komisch sind, Menschen, die eigenartig riechen, eigenartig aussehen, sich eigenartig verhalten, die meiden wir normalerweise. Aber Jesus ist genau diesen Menschen, die manchmal verachtet waren, die manchmal, die nicht anerkannt waren. Ja? Jesus hat manchmal Tabus durchbrochen der Gesellschaft, weil er Menschen erreichen wollte. Ja? Er hat sie geliebt und er hat in jedem Menschen einen Kandidaten für Gottes Reich gesehen. Wenn wir durch die Stadt laufen, Fußgängerzone, dann begegnen uns Tausende von Menschen. Und wir sind es gewohnt, das ist normalerweise üblich in unserer Gesellschaft, dass wenn man auf der Fußgängerzone läuft, dass man die Menschen sieht, aber doch an ihnen vorbeisieht. Man schaut den Menschen nicht in die Augen, sondern man schaut an ihnen vorbei. Man nimmt sie wahr, aber man hat sie in 10 Sekunden wieder vergessen. Wenn wir einen Missionseinsatz haben auf der Straße, einen Büchertisch oder Jugendevangelisation oder Jugendaktionswoche oder irgendetwas und wir mit Menschen dort ins Gespräch kommen, dann stehen wir am gleichen Platz, Fußgängerzone, und dann schauen wir die Menschen an und wir schauen sie an und überlege mir immer, ist das jemand, der offen ist für Gottes Wort? Und manchmal denke ich, ja, der ist bestimmt offen und dann gehe ich hin und rede mit, aber überhaupt nicht. Manchmal sind Menschen, wo ich denke, ja, der bestimmt nicht und ich gehe hin, auf einmal ist der doch offen für Gottes Wort. Also manchmal sind die Menschen, reagieren manchmal nicht so, wie wir uns das ausdenken. Aber dass wir die Menschen anschauen und jeden Einzelnen lieb haben und denken, das ist ein Mensch, den Gott liebt und den er auch für die Ewigkeit gewinnen möchte. Ja. Die Menschen mit den Augen Jesu sehen. Ich denke, Lektion 3 war wirklich ein Highlight in diesem Viertel. Dann die Lektion Nummer 4, das Gebet. Ein sehr wichtiges Thema, eine sehr gute Lektion. Und ich glaube, dass das Gebet wir immer noch zu wenig praktizieren. Nämlich, wenn wir alles tun würden, wie bisher auch, oder sogar noch doppelt so viel tun würden, Aktionen in der Mission, aber wir würden das Gebet weglassen, dann würde gar nichts mehr passieren. Kein Mensch bekehrt sich, ohne dass man für ihn betet. Deswegen ist das Gebet so wichtig. Und auch anhaltendes Gebet. Ich möchte eine Erfahrung erzählen. Wir haben in Leonberg für einen Herrn gebetet. Er ist Adventistenkind. Und als Jugendlicher hat er gesagt, nein, er möchte jetzt nicht weiter in die Gemeinde gehen. Und er hat sich für die Welt entschieden und für den Sport und für viele andere Dinge. Und über viele Jahre war er jetzt weg von Gott und weg von der Gemeinde. Und er ist erst 83 Jahre. Und seit einigen Monaten haben wir wieder Kontakt zu ihm. Die Gemeinde, gerade in den letzten 3 Jahren, seitdem ich in Leonberg bin, haben wir sehr intensiv für ihn gebetet, jede Woche. Er hat auch Verwandte in der Gemeinde bei uns in Leonberg und wir haben für ihn gebetet. Und vor einer Woche hat er mir eine Mail geschrieben, er möchte getauft werden. Und wir haben darüber gesprochen, wir haben uns getroffen und ich habe mich sehr gefreut. Und wir haben jetzt sogar die Taufe relativ zeitig angesetzt, also am 26. September. Also genau an dem Sabbat, wo jetzt diese Lektion Nummer 13 hier auch durchgenommen wird, wird die Taufe in Leonberg stattfinden. Wir freuen uns. Das heißt also, kein Mensch wird getauft, kein Mensch bekehrt sich, ohne dass jemand für ihn betet. Meine Lieben, das intensive Gebet, das ist das A und das O. Deswegen,
Wenn wir nur halb so viel tun würden, wie wir jetzt tun, aber doppelt so viel beten würden, würde 10-mal mehr geschehen, als was jetzt geschieht. Ja. Das Gebet macht einen Unterschied, dass wir für Menschen beten, für uns selber beten, für unsere Lieben beten, für ja, das Gebet. Jesus hat Stunden, einmal die ganze Nacht im Gebet verbracht. Und wir können sehen, welchen Einfluss Jesus auf die Menschen hatte. Und das Geheimnis war das Gebet. Das haben die Jünger auch gemerkt. Deswegen sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, lehre uns beten, weil sie merken, sie haben diesen Einfluss auf die Menschen nicht. Deswegen Zeit mit Gott im Gebet zu verbringen, das ist das A und das O. Lektion Nummer 4 war das, ganz, ganz wichtig, ein Höhepunkt in diesem Viertel. Ein weiterer Höhepunkt war Nummer 7. Eigentlich waren alle Lektionen gut. Also ich muss sagen, haben mir alle gut gefallen, aber 7 war mir auch besonders wichtig geworden. Warum? Weil es hier um Gottes Wort ging, die Bibel nämlich. Wenn wir manchmal missionieren, dann haben wir manchmal, überlegen wir, was muss ich den Menschen denn jetzt sagen? Oder wenn wir Bibelschutten geben, ja, wie kann ich das so oder so ausdrücken oder das so sagen, dass das die Menschen noch annehmen können und so weiter. Natürlich ist das wichtig und gut, aber das Wichtigste ist die Bibel, Gottes Wort. Und zwar ein Bibeltext ist wichtiger als 1000 menschliche Worte. Und wenn der andere eine Frage stellt zu irgendeinem Thema und ich sage dann, naja, ich glaube, das ist so und so und meine Meinung ist so und so, dann ist das meine Meinung. Aber wenn ich einen Bibeltext lese, wo die Antwort drin steht, dann kann man sagen, hier steht's und der andere ist dann gefragt, ob er jetzt das Wort Gottes annimmt, dem folgt oder nicht. Wenn ich nur meine Meinung sage, dann sagt er, das ist Ihre Meinung, meine Meinung ist eine andere. Dann steht nur Meinung gegen Meinung. Aber deswegen das Wort Gottes, das ist das, was zählt. Es steht geschrieben, ist das, was wichtig ist. Jesus hat so geantwortet in der Versuchung. Und vor allen Dingen, das Wort Gottes hat eine Kraft, das Herzen des Menschen zu erreichen. Gottes Wort, durch das Wort Gottes wirkt der Heilige Geist direkt am Herzen des Menschen. Deswegen, wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir nicht nur einen Text lesen in der Bibelstunde, sondern mehrere Texte. Manchmal ist bei dem einen das eine Bibelwort, beim anderen das ein anderes Bibelwort, was ihn anspricht. Und das Wort überzeugt die Menschen und führt sie zur Entscheidung. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes richtig gebrauchen, in der richtigen Art und Weise. Es gibt Bibeltexte, die vor allen Dingen Informationen geben, zum Beispiel über den Sabbat. Es gibt Bibeltexte, die dann vor allen Dingen das Verlangen wecken, den Sabbat zu halten. Das sind vor allen Dingen die Verheißungen. Es gibt Bibeltexte, die vor allen Dingen auch zeigen, was passiert, wenn ich das tue oder wenn ich das nicht tue, die Konsequenzen, die daraus entstehen. Und von daher ist es wichtig, die Bibel, das Gotteswort in der richtigen Art und Weise beim Zeugnis geben und auch bei der Bibelstunde einzusetzen. Das Wort Gottes ist im Mittelpunkt. Und die Kraft des Wortes Gottes müssen wir nutzen und dürfen wir nutzen. Und das überzeugt Menschen. Es ist nicht die Persönlichkeit des und von uns selbst oder des Evangelisten, sondern es ist das Wort, was Menschen zur Entscheidung führt. Ja, dann haben wir Thema Nummer 9 gehabt, auch ein ganz wichtiges Thema. Thema Nummer 9 war gewinnende Einstellung. Da ging es um die Frage, wie kann ich meine eigene Einstellung so zu den Dingen und zu den Menschen haben, dass auch die Menschen zustimmen. Zum Beispiel, wenn ich auf die Straße gehe, mit dem Büchertisch, und ich denke, die Menschen wollen sowieso nichts von Gott wissen, dann werden die Menschen auch entsprechend reagieren. Wenn ich mit einem Menschen eine Bibelstunde habe und ich denke und ich überzeugt bin, ja, wenn wir jetzt über die Wahrheit sprechen, über dieses Thema sprechen, dann wird der andere davon angesprochen werden, von Gottes Wort, und er wird sich ganz sicher auch für das Gute entscheiden. Das heißt, mein Denken, meine Einstellung hat sehr viel damit zu tun, wie ich in einem Zeugnis geben, Freunde für Gott gewinnen, auch auf Frucht sehen kann. Oder zum Beispiel auch, wenn die Menschen merken, dass das, was ich weitersage, dass das etwas ist, was mir wichtig ist, dass ich dahinter stehe, dass ich glaubwürdig bin und dass ich davon begeistert bin. Wenn die Menschen den Eindruck haben, naja, der erzählt irgendetwas, was er irgendwann mal gelernt hat, aber das betrifft ihn eigentlich selbst gar nicht, dann werden sie auch sagen, okay, betrifft mich das auch nicht. Ja? Deswegen unsere Einstellung, die wir zu der Bibel haben, die wir zu Gott haben, die wir zu den Menschen haben, die kommt, ohne dass die Menschen das vielleicht irgendwo hören, aber die kommt durch unsere Geste, durch unsere Mimik, durch unser ganzes Sein, kommt die zum Ausdruck. Deswegen sind unsere Gedanken, unsere Einstellungen ganz wichtig, wie wir auf Menschen zugehen. Ja. Das war ein ganz wichtiges Thema, Thema Nummer 9. In diesem Viertel. Thema Nummer 10 war ein wichtiges Thema. Da ging es um Kleingruppen. Nämlich, wie können wir in Kleingruppen und so organisieren, dass auch Gottes Wort in Gruppen weitergegeben werden kann.
nämlich ob das Hauskreise sind oder ob das Gebetskreise sind oder ob das Aktionsgruppen sind oder können auch andere Kleingruppen in der Gemeinde sein, wie eine Sabbatschulgruppe oder ein Singkreis, ein Chor oder was auch immer. Es gibt viele Kleingruppen, die wir haben. Es gibt dienende Kleingruppen und es gibt missionarische Kleingruppen. Und dass Gott uns durch Ellen White gesagt hat, dass Kleingruppen eines der Methoden sind, um Menschen zu Gott zu führen. Ja, ich persönlich favorisiere sehr stark die Kleingruppe als Seminar, als Bibelseminar, wo man dann gemeinsam die Bibel studiert, so mit vielleicht 10, 12, 15 Personen, wo man dann Themen zusammen erarbeitet, wo man Fragen stellt, wo Anregungen kommen, Anmerkungen kommen, Antworten und wo man gemeinsam dann an einem Thema dran arbeitet. Und das, da kann man in die Tiefe gehen und das stärkt den gemeinsamen Glauben, das stärkt die Beziehung untereinander, das stärkt die Beziehung zu Gott. Die Kleingruppen sind etwas, denke ich, wo wir nicht nur Informationen bekommen, sondern wo auch, wie gesagt, untereinander Beziehungen wachsen. Denn wir brauchen untereinander uns gegenseitig, wo man auch manchmal in Kleingruppen dann auch seine Freuden und seine Leiden, seine Anliegen teilen kann, wo man Gebetsanliegen hat, wo man Erfahrungen erzählen kann, wo man sich gegenseitig stärkt und austauscht. Deswegen, in der Kleingruppe sollte natürlich immer das Wort Gottes im Mittelpunkt stehen, sollte Beziehungen zueinander im Mittelpunkt stehen und wie auch der Glaube im Alltag umgesetzt werden kann. Also Kleingruppen sind eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Deswegen, Hauskreise sind sehr gut, missionarische Hauskreise, ja, oder Seminare oder wie auch immer. Ja. Und Thema Nummer 12, die Drei-Engels-Botschaft, ist natürlich ein Thema gewesen, was mir aus dem Herzen geschnitten war. Dass es die Botschaft ist, die Gott in der letzten Zeit uns beauftragt hat, den Menschen weiterzugeben. Dass wir diese Botschaft kennen sollten, was sagt Gott in dieser Drei-Engels-Botschaft, dass wir sie studieren sollten und dass wir sie auch so den Menschen weitergeben, dass sie auch die Menschen die annehmen können und dass sie offen dafür sind. Das ist die letzte Botschaft Gottes, die dieser Welt verkündigt werden soll. Und wir dürfen Teil dieses Werkes und dieser Bewegung sein. In Matthäus 24, Vers 14 steht, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das heißt also, wir dürfen dazu beitragen, diese Drei-Engels-Botschaft, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen. Und dann kommt das Ende. Und das ist das Ziel, die Motivation. Ja. Und heute denke ich, Lektion Nummer 13, da geht es um die Frage, wie können wir all das Gelernte dieser ganzen 12 Wochen, wie können wir das in die Tat umsetzen? Wie können wir motiviert werden, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein? Ich lese mal einen Bibeltext dazu aus Lukas. Lukas Kapitel 6, ab Vers 47. Dort sagt Jesus, wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will sie euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Meine Lieben, das Gleichnis kennen wir. Jesus spricht davon, von dem einen, der sein Haus auf Fels baut, der andere, der sein Haus auf Sand baut, auf Erde baut, ohne Grund. Und den Unterschied kennen wir. Wenn das Wetter gut ist, sieht man keinen Unterschied, aber wenn der Sturm kommt, dann sieht man einen Unterschied. Und so auch die Menschen, die hier damit verglichen werden. Der eine Mensch, der hört Jesu Rede und tut sie, und der andere hört sie auch und tut sie nicht. Der Unterschied ist nur der, der eine setzt das um, was er gehört hat, der andere setzt es nicht um. Meine Lieben, wir haben viel gehört. Wir haben viel Wissen. Das ist auch gut so. Wir brauchen das Wissen. Aber noch wichtiger ist, dass wir das, was wir gehört haben, auch tun. Damit unser Haus auf Fels gegründet ist. Damit, wenn die Stürme kommen, die Stürme werden kommen. Sie haben schon begonnen, die Stürme, aber sie werden noch zunehmen. Dass unser Haus feststehen bleibt. Dass wir in Jesus gegründet sind. Und dass wir auch uns von Gott gebrauchen lassen, mit Gott zusammenarbeiten in dem Werk der Seelengewinnung. Gut, das Thema dieser Lektion lautet ein Glaubensschritt. Lektion Nummer 13. Wir haben fünf Bereiche, fünf Punkte, die lauten folgendermaßen. Erstens, Jesu selbstaufopfernde Liebe. Zweitens, Aufruf zur Selbstverpflichtung. Drittens, Paulus, Gottes auserwähltes Gefäß.
Viertens, die Anforderungen der Liebe. Und fünftens, Selbstverpflichtung der Liebe. Das sind die fünf Punkte, die wir in dieser Lektion haben, die wir jetzt zusammen uns anschauen wollen, was die Inhalte sind und wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Erstens, Jesu selbst auf Opfern der Liebe. Wir hatten am Anfang diesen Bibeltext aus Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Ich lese ihn noch einmal, wo Jesu Erniedrigung beschrieben ist. Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Seid unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Christus der Herr ist, Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Hier wird, denke ich, uns etwas beschrieben, was einzigartig in der Weltgeschichte ist. Nämlich die Erniedrigung Jesu. Es gibt nichts anderes, was damit vergleichbar ist. Und auch die Erniedrigung ist eigentlich das Maximum, was es gibt. Nämlich Jesus war vorher Gott selbst, der höchste Punkt, den es überhaupt im Universum gibt. Und er hat sich erniedrigt bis zum niedrigsten Punkt, den Tod am Kreuz. Den Tod am Kreuz heißt ja nicht nur, dass er gestorben ist, sondern dass er den Sündentod gestorben ist. Er war in den Augen Gottes der größte Sünder aller Zeiten. Das ist der tiefste Punkt, den es überhaupt gibt. Ja, diese Erniedrigung Jesu ist, denke ich, maximal gewesen. Und deswegen ist auch seine Erhöhung nachher wieder vom tiefsten Punkt, dass er wieder eingesetzt ist als Gott und alle Knie sich beugen sollen, wieder auch, dass Gott ihn erhöht hat, auch wieder eine maximale Erhöhung. Hier haben wir diese Punkte der Erniedrigung Jesu. Erstens, Jesus ist Gott gleich. Er ist Gott und er steht hier, er hatte eine göttliche Gestalt. Ich meine, allein zu verstehen, wie Gott, der ja in vielen Dimensionen lebt, er ist ja nicht nur in unseren drei Dimensionen, er ist ja in höheren Dimensionen und auch in einer zeitlosen Dimension. Er hat ja mit der Schöpfung auch die Zeit geschaffen für uns Menschen und für die Engel und dass wir in der Zeit leben können. Aber selbst ist über der Zeit. Deswegen kennt er auch schon die Zukunft, weil er schon in der Zukunft lebt. Er ist zeitlos. Aber Jesus ist Gott. Und wie ein zeitloser, allmächtiger Gott in höheren Dimensionen, wie er sich herablassen kann, in die Zeit hineinzukommen, seine göttliche Gestalt abzulegen, eine menschliche Gestalt anzunehmen, Mensch zu werden, das ist unfassbar. Allein diese Erniedrigung wäre so groß, größer als ein Mensch das jemals tun könnte oder auch verstehen könnte. Aber Jesus war ja nicht nur Mensch geworden. Selbst wenn er hier Herrscher geworden wäre, einen riesen Palast gehabt hätte und sich hätte bedienen lassen, selbst dann wäre die Erniedrigung von der Herrlichkeit Gottes, als Gott selbst, als allmächtiger, allwissender Gott, auf dieser Erde als Mensch zu leben, das wäre schon unglaublich viel gewesen. Aber es ging noch weiter. Jesus wurde Mensch. Und übrigens, als er Mensch wurde, steht hier, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er war also auf dieser Erde, er war ganz Mensch. Er war nicht halb Gott und halb Mensch, sondern er war ganz Mensch. Er hat seine Göttlichkeit behalten, er war immer noch Gott, aber seine Gestalt war eindeutig die Menschengestalt. Auch wenn er sein göttliches Wesen behalten hat, aber sein göttliches Wesen durfte er nicht gebrauchen, sondern er musste überwinden, wie wir überwunden haben, nur durch die Kraft Gottes, durch die Verbindung mit dem Vater. Das heißt also, er ist Mensch geworden, er hat die göttliche Gestalt abgelegt und hat die menschliche Gestalt angenommen. Das heißt, er war 100% Mensch und war immer noch 100% Gott. Nach der Gestalt war er 100% Mensch und gar nicht mehr Gott. Aber vom Wesen her war er beides 100%. Ja. Dann heißt es hier, er hat Knechtsgestalt angenommen. Knechtsgestalt bedeutet, dass er nicht Herrscher war auf dieser Erde, sondern er hat sich dienen lassen. Knecht ist ein Diener. Ein Knecht ist ein Diener. Das heißt, jemand, der für andere da ist. Und Jesu Leben, Jesu Sinn im Leben und Jesu Aufgabe war es, für die Menschen da zu sein. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern anderen zu dienen. Sowohl für ihre Bedürfnisse, als auch für das ewige Leben, für das Reich Gottes. Dass die Menschen durch den Dienst Jesu Gott kennengelernt haben, Gottes Charakter kennengelernt haben und sich so geöffnet haben und entschieden haben, Jesus nachzufolgen und auch die Botschaft von Jesus anzunehmen. Ja, das heißt also, der nächste Punkt, er war nicht nur Mensch, er ist auch ein Diener geworden. Und dann natürlich, dass er gestorben ist.
Und hier hat man eigentlich drei Aspekte. Erstens, dass er generell gestorben ist. Eigentlich hätte er gar nicht sterben können. Denn wenn jemand sündlos ist, dann wird er nicht sterben. Weil die Sünde den Menschen zum Tode bringt. Und ohne Sünde gibt es keinen Tod. Denn der Sünde soll ist der Tod. Das heißt, dass er erstmal überhaupt den Tod auf sich genommen hat. Deswegen sagt Jesus auch, dass niemand ihm das Leben nehmen kann, hat er ganz deutlich gesagt. Sondern er sagt, ich gebe das Leben selbst freiwillig. Deswegen, als er am Kreuz hing und dann direkt vor seinem Tod gebetet hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann ist dieses in Gottes Hände sein Geist befehlen, das heißt, das ist der Ruach, das ist der Odem, das ist die Lebenskraft. Und Gott, Jesus hat bewusst seine Lebenskraft Gott übergeben. Das kann kein Mensch von sich selbst. Wenn wir Menschen sterben, dann sterben wir, weil wir irgendwie krank sind, weil wir einen Unfall haben oder was auch immer, oder weil wir altersschwach sind. Und dann nimmt Gott das Leben von Menschen wieder weg, diesen Ruach, den Odem, die Lebenskraft. Bei Jesus war das nicht so. Jesus hat selbst diesen Ruach, diesen Lebensodem Gott übergeben. Und damit hat er selbst sein Leben beendet. Es war seine Entscheidung, sein Leben zu beenden. Niemand hat ihm das Leben genommen. Ja, die Sünde, die auf ihm lag, hat ihn zum Tode gebracht und er hat es bewusst gebracht. Und deswegen sagt Jesus, ich kann mein Leben freiwillig lassen und ich kann es mir selbst auch wieder geben. Dann können wir sehen, dass Jesus als Mensch gestorben ist, aber seine Göttlichkeit ist nicht gestorben. Seine Göttlichkeit hat ihn wieder zum Leben auferweckt, zusammen mit dem Vater und auch mit dem Heiligen Geist natürlich. Ja. Das heißt, die Erniedrigung Jesu war maximal. Er war Gott, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Er ist Mensch geworden, wie wir. Er hat menschliche Gestalt bekommen, er ist Diener geworden und er ist ans Kreuz gegangen, er hat unsere Sünde auf sich genommen und ist den Sündentod gestorben, den ewigen Tod gestorben. Und tiefer geht es nicht mehr. Und deswegen hat Gott ihn auch wieder erhöht, steht es hier, heißt es hier. Und so, wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann sollen wir auch wie Jesus eingestellt sein. Es soll uns nicht darum gehen, uns selbst zu erhöhen. Der natürliche Mensch, der egoistische Mensch, versucht sich selbst zu erhöhen. Und meine Lieben, wer den Drang danach hat, sich selbst zu erhöhen, sich selbst immer den höchsten Platz, den besten Platz einnehmen zu wollen, der ist noch nicht bekehrt. Wenn wir unser Leben Gott übergeben, dann wird Jesus seine selbstlose Liebe, seine selbstaufopfernde Liebe in unser Herz hineingeben. Und dann können wir auch den unteren Weg gehen. Dann können wir auch anderen dienen, ohne dass es uns schwerfällt. Es war Jesus ein Bedürfnis, anderen zu dienen. Es war ihm wichtig. Und das haben andere nicht verstanden, weil sie ein unbekehrtes Herz hatten. Aber die Jünger haben Jesus ja gesehen, 3,5 Jahre, sind mit ihm gegangen und sie haben Jesu Leben studiert und das ist auf ihr Leben abgefärbt. Und am Ende, ich denke nach Pfingsten, nach Jesu Auferstehung und nach Pfingsten haben sie auch diese selbstlose Liebe Jesu im Herzen gehabt. Und Gott möchte auch, dass wir diese selbstlose Liebe praktizieren. Das können wir nicht aus uns selbst, das können wir nur, wenn wir auf Jesus schauen, mit ihm verbunden sind in der Kraft Jesu. Seite 152 heißt es in unserer Lektion, der Himmel wird jedes Opfer wert sein, das wir auf der Erde bringen. Auf dem Weg dorthin werden Opfer nötig sein, aber die Freuden des Dienstes werden sie heute aufwiegen und die ewige Freude, mit Christus in alle Ewigkeit zu leben, wird jedes Opfer, das wir hier bringen, unbedeutend erscheinen lassen. Ein ganz wichtiges Zitat. Das heißt, natürlich, die Nachfolge Jesu fordert Opfer. Und es gibt manche Menschen, die vor diesem Opfer zurückschrecken. Damals auch, der reiche Jüngling. Jesus hat zu ihm gesagt, verkaufe, was du hast und folg mir nach. Und das Opfer wollte er nicht bringen. Wenn Jesus uns auffordert, etwas zu tun, ihm nachzufolgen oder auch vielleicht unseren Besitz wegzugeben oder was auch immer er von uns fordert. Wenn wir Opfer bringen, dann werden wir uns mit dem Opfer nicht das ewige Leben verdienen. Nein, aber wir werden durch das Opfer, werden wir Jesus folgen. Und es lohnt sich. Denn Gott nimmt uns nie etwas weg, wenn er uns nicht etwas Besseres geben würde dadurch. Das heißt, er gibt uns etwas, jetzt schon eine Freude ins Herz und das ewige Leben. Und wenn wir im ewigen Leben sind, dann werden wir erkennen und merken, dass alles, was wir im
was wir dort erleben, die Herrlichkeit, dass sie so viel größer ist als alles, was auf dieser Erde ist. Ja, es würde sich lohnen, sämtliches Leid der Welt auf sich zu nehmen, nur um dort zu sein. Aber das müssen wir noch nicht mal. Und wenn wir mal ein Opfer bringen, dann denken wir manchmal, oh, ist das schon groß und schlimm. Aber nein, ich denke, wir dürfen es gerne tun, aus freudigem Herzen. Und es kann manchmal auch sein, dass wir auch gerade in der Seelengewinnung Opfer bringen müssen. Wenn wir uns um Menschen kümmern, wenn wir uns in Liebe ihnen zuwenden, dann ist es manchmal auch mit Mühsal verbunden. Das ist manchmal schwierig. Manchmal ist das auch, ja, dass man entmutigt ist, dass man darum betet, dass man manchmal auch hin und her gerissen ist, dass man manchmal an seine Grenzen kommt. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, Opfer zu bringen. Gott gibt die Kraft, Opfer tragen zu können. Aber es gibt reiche Frucht dadurch. Es ist wie mit dem Samenkorn. Ein Samenkorn kann nicht Frucht bringen, wenn es nicht in den Boden gelegt wird. Und es muss selbst sterben. Und dann kommt neuer Halm und neue Pflanze und auch die Frucht daraus. So muss unser alter Mensch sterben und dass wir unser Leben Gott übergeben und dass da Frucht entstehen kann. Natürlich, Jesus hat auch sein Leben als Samenkorn gelassen, gestorben und dass daraus Frucht gekommen ist. Und das gilt auch für uns, wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir unser Selbst aufgeben, unser altes Ich stirbt, dass dann ein neuer Mensch in uns wachsen kann, der Frucht bringt. Ja, zweitens, Aufruf zur Selbstverpflichtung. Hier haben wir die Begebenheit in der Lektion, wie Jesus Simon Petrus und Andreas beruft, die beiden Fischer. Natürlich dann auch die beiden anderen Brüder, Johannes und Jakobus. Und wie er sie ruft und sie folgen ihm. Und auch wie er Matthäus beruft, Levi Matthäus. Er war Zöllner und saß am Zoll und Jesus beruft ihn und Levi Matthäus steht auf und folgt ihm. Was können wir aus dieser Reaktion dieser Jünger lernen für uns? Erstens, warum sind sie Jesus gefolgt? Ich denke, einem Unbekannten wären sie nicht gefolgt. Hätte Jesus sie nicht gekannt oder sie ihn nicht gekannt, dann wären sie ihm nicht gefolgt. Aber sie kannten Johannes den Täufer und sie kannten auch Jesus. Und teilweise haben sie auch das gehört, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat. Und von daher, natürlich kannten sie Jesus jetzt nicht sehr gut, sondern sie haben ihn, denke ich, aber ein bisschen kennengelernt. Und vor allen Dingen, sie haben Johannes den Täufer als Propheten angesehen, er war es ja auch. Und wenn Johannes der Täufer zu Jesus sagt, das ist der Sohn, das Lamm Gottes, was der Welt Sünde trägt und auf Jesus zeigt, war klar, dass hier Jesus der Messias ist. Und so haben sie diese Aussage des Johannes des Täufers geglaubt und Jesus als Messias angenommen. Ja? Sie glaubten, dass Jesus der Messias sei. Und als er sie denn gerufen hat, waren sie natürlich sofort bereit, dem Messias zu folgen, weil das für sie eine besondere Bedeutung hatte. Und drittens, sie vertrauten Jesus. Und das ist auch etwas, was wichtig ist. Ich denke, wir können nicht alle Menschen zu Freunden machen, damit wir sie zu Jesus führen können. Wenn jemand 1.000 Menschen zu Jesus geführt hat, dann kann er nicht mit 1.000 Menschen eng befreundet sein. Nein, es geht nicht. Aber die Menschen werden auf das hören, was wir sagen, wenn sie uns vertrauen. Und das Vertrauen, das kann man, ja, daran kann man arbeiten, dass man vertrauenswürdig ist. Jesus hat so gelebt und er war so rein und er war so von Gottes Geist, vom Heiligen Geist geführt und auch seine Taten und seine Gedanken und seine Worte haben zusammengepasst, dass die Menschen, wenn sie ihn gesehen haben, dass sie ihm vertraut haben. Und er hat auch so ein Mitgefühl gezeigt den Menschen, seine Liebe gezeigt und dass sie ihm vertraut haben. Und so können wir auch uns den Menschen zuwenden und dass die Menschen merken, wir meinen es gut mit ihnen, dass sie uns vertrauen können. Und wenn sie uns vertrauen, dann kann man auch etwas sagen, was die Menschen auch annehmen werden. Und so haben auch die Jünger Jesus vertraut. Obwohl sie ihn noch nicht so lange kannten, aber er war vertrauenswürdig. Denn der nächste Punkt, er hat sie berufen und sie waren bei ihrer Arbeit. Es gibt manche, die wollen gerne für Gott ein großes Werk tun und setzen sich in ihr Sofa und sagen, ja, jetzt warte ich, bis Gott mich beruft, irgendwo eine große Sache für Gott zu machen. Meine Lieben, diese Menschen werden bis zu ihrem Lebensende auf dem Sofa sitzen und werden nie von Gott gerufen werden. Gott beruft nicht die, die gern berufen werden wollen, sondern Gott beruft die,
die die Arbeit, die er ihnen zugeteilt hat, gerne tun, mit Freude machen. Und jeder Mensch hat eine Arbeit zu tun. Und wenn es ganz alltägliche Sachen sind, wenn das die Mutter ist, die im Haushalt Wäsche wäscht oder abwäscht oder putzt, das sind wichtige Dinge, das ist die Arbeit, die Gott uns aufgetragen hat. Ja? Das heißt, es ist ein Prinzip, dass Gott immer Menschen, die schon bei der Arbeit waren, die treu waren im Dienst für ihn, in den Kleinigkeiten treu waren, dass er sie auf größere Aufgaben berufen hat. Der Josef, der war immer bereit zum Dienst. Der Vater hat ihn gerufen und Josef sagt, hier bin ich. Er hat mit dem Potiphar gedient und er hat im Gefängnis den anderen gedient und er war bereit zu dienen. Und dann hat Gott gesagt, ja gut, wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Und deswegen, Gott kann nur Menschen berufen, die auch bei der Arbeit sind. Und auch der Paulus war bei der Arbeit, als Gott ihn berufen hat. Natürlich war er bei der falschen Arbeit, nämlich die Christen zu verfolgen, aber er hat es mit ganzer Hingabe, mit ganzem Enthusiasmus gemacht. Und Gott wusste, wenn er sich bekehrt, dann wird er mit dem ganzen gleichen Enthusiasmus auch für mein Werk, für Gottes Werk, sich einsetzen und da arbeiten und wirken. Ja. So auch die Jünger, ja, die er berufen hat. Und sie folgten sofort. Sie haben nicht gesagt, naja, ich muss mal überlegen und vielleicht nächste Woche vielleicht oder ich muss vielleicht gerade noch meine Fische noch verkaufen auf dem Markt und dann komme ich vielleicht. Nein, sie haben Jesus gehört und ihr Herz hat gebrannt und sie haben gesagt, wir gehen. Ja. Deswegen, Jesus zu folgen, wenn Jesus ruft, wenn Jesus uns etwas zeigt, sollten wir ihm folgen. Und ich möchte dich einladen, darüber zu beten, darüber nachzudenken, wofür Gott dich berufen hat in deinem Leben. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Sicherlich kann es sein, dass du einen Beruf hast, eine Arbeit hast und dass Gott dich neben deiner Arbeit zu einer besonderen Aufgabe berufen hat. Vielleicht hier oder dort in bestimmten Situationen zu wirken, bestimmte Aufgaben zu machen, wo er dir Gaben gegeben hat, die du erkennen kannst und einsetzen kannst. Kann auch sein, dass Gott dir sagen möchte, hör mal zu, du hast so und so lange in deiner Arbeit gearbeitet. Hier ist die Zeit, wo du einfach aufhörst. Du hast einen neuen Abschnitt vor mir und jetzt sollst du vielleicht vollzeitlich in den Dienst für mich gehen. Ob das jetzt irgendwo bezahlte Arbeit ist oder ob das vielleicht sogar auch unbezahlte Arbeit ist in der Mission irgendwo. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir darum beten und zeigen, wo hat Gott mich berufen. Und dass ich bereit bin, Gott zu folgen. Gott zeigt uns nur, wozu er uns berufen hat, wenn wir auch bereit sind, dem zu folgen. Wenn wir sagen, lieber Gott, zeig mir bitte und Gott zeigt mir das und dann mache ich das gar nicht, dann wird Gott mir das auch nicht zeigen. Deswegen muss ich auch die Bereitschaft haben, der Berufung zu folgen, die Gott mir zeigt. Ja. Auch gerade für junge Leute ist es natürlich umso wichtiger, dass man auch überlegt, wo hat Gott mich auch berufen, auch in welchem Beruf oder auch im Ehepartner oder was es auch geht, die wichtigen Entscheidungen unter Gebet zu treffen, dass Gott mir zeigt. Manchmal muss man auch sich Zeit lassen, weil Gott es nicht sofort zeigt, aber wenn Gott das zeigt, dann sollte ich ihm sofort gehorchen. Punkt 3, Paulus. Paulus war Gottes auserwähltes Werkzeug. Und die Bekehrung von Paulus war wirklich dramatisch, wie er dort auf dem Weg nach Damaskus war und eigentlich die Gemeinde verfolgen und töten wollte und dann Gott in sein Leben eingegriffen hat. Jesus wählt oftmals die unwahrscheinlichsten Kandidaten, um von ihm Zeugnis zu geben. Und da haben wir von Jesu Leben einige, aber auch den Paulus natürlich auch, zum Beispiel die Besessenen. Das waren Männer, ja, die waren noch kurz vorher dämonisch. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, jetzt geht und predigt. Predigt nicht direkt, aber gebt Zeugnis von dem, was ihr erlebt habt, wie Gott euch geholfen hat. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, das war eine Verstoßene. 5 Männer hat sie gehabt. Natürlich war sie, die Jünger hätten gesagt, ja, bloß nicht. Ja. Aber sie war das auserwählte Werkzeug Gottes, der ganzen Stadt, die Botschaft weiterzugeben. Die Prostituierte, ja, die Jesus die Füße gesalbt hat, ne? Sie hat einen Dienst getan und Gott hat sie erwählt. Der Zöllner, Levi Matthäus oder auch Zachäus, ja, die hier auch Gott berufen hat, das sind alles Menschen, die normalerweise in der Gesellschaft nicht anerkannt waren und die andere Menschen niemals erwählt hätten. Die galiläischen Fischer. Ja, der einzige Gelehrte, der einzige Intellektuelle unter den Jüngern war Judas. Und gerade der Judas war dann derjenige, gerade weil er intellektuell war, der oftmals das meinte, besser zu wissen als Jesus. Und Jesus versucht hat zu korrigieren und am Ende gescheitert ist. Ja.
Aber die Fischer, das waren die, wo Jesus Gott wusste, das sind Menschen, die ihren Herz für Gott brennt und die formbar sind und die auch Jesus folgen und auch von Jesus lernen und auch das umsetzen, was Gott ihnen sagt. Und natürlich Paulus, der Verfolger der Christen. Ja? Wenn man damals, noch vor Paulus seiner Bekehrung, jemanden gefragt hätte von den Christen, ja, wen würdet ihr euch denn aussuchen als Missionar? Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen zu sagen, Saulus von Tarsus, der größte Verfolger. Aber Gott kennt die Herzen der Menschen. Deswegen, wir dürfen keinen Menschen einfach abschreiben und sagen, ja, der, das kann aus dem schon werden, das kann davon Gutes kommen. Ich denke, wir sind manchmal von Vorurteilen behaftet. Gott kann jeden Menschen gebrauchen. Und Gott kann manchmal Menschen, die wir für vollkommen unfähig halten, die kann er zu den größten Werkzeugen machen seines Werkes. Deswegen, Gott ist immer für Überraschungen bereit. Wichtig ist, dass wir im Gebet mit Gott verbunden sind und dass Gott uns gebrauchen kann. Dass Gott uns gebrauchen kann für den Dienst, dass wir uns für ihn zur Verfügung stellen. Im 2. Timotheus, Kapitel 4, Verse 5 bis 8, hat Paulus am Ende seines Lebens ein schönes Zeugnis abgegeben, nämlich wie sein Dienst für Gott aussah. 2. Timotheus 4, das sind mit die letzten Dinge, die er geschrieben hat, die letzten Verse. Kapitel 4, Verse 5 bis 8. Er schreibt zu Timotheus: Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus hat hier gesagt, mein Leben geht jetzt zu Ende, aber ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Der gute Kampf ist übrigens, dass ich an Gott festhalte, dass ich am Glauben bleibe, dass ich den Glauben halte, dass ich Gott treu bleibe bis zum letzten Atemzug. Und dass er wusste, für mich liegt die Krone der Gerechtigkeit schon bereit. Er hatte die Heilsgewissheit. Und die dürfen wir auch haben, wenn wir mit Jesus leben. Das heißt, Paulus ist seiner Berufung treu geblieben. Die Frage ist, wozu hat Gott dich berufen? Bleibst du auch der Berufung treu, die Gott dir gegeben hat? Und wenn du den Eindruck hast, dass du Gott aus der Schule läufst, dann solltest du vielleicht umkehren. Ich denke an den Jona. Gott hat den Jona beauftragt, eine ganz deutliche Botschaft. Er sagte, geh nach Ninive und predige. Und Jona hat diese Berufung nicht angenommen. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Ja, es ist gut, wenn wir die Berufung, die Gott uns zeigt, annehmen. Auch wenn wir uns das gar nicht vorstellen können. Auch wenn wir meinen, das kann ich gar nicht. Gott beruft nicht die Begabten, sondern Gott begabt die Berufenen. Das heißt, es gibt viele Menschen, die von sich selbst meinen und behaupten, ich kann das und ich kann das und ich kann das und das mache ich jetzt für Gott. Und Gott sagt, na, tut mir leid, aus deiner menschlichen Kraft geht das alles nicht. Mose hat gesagt, ja, ich fange schon mal an, ja, Israel aus Ägypten zu führen. Ja? Und er hat angefangen mit seiner Kraft und er ist gescheitert, grandios gescheitert. Und 40 Jahre später, als Gott zu ihm sagt, jetzt ist die Zeit und jetzt geh nach Ägypten und jetzt führe Israel aus Ägypten heraus, sagt Mose, tut mir leid, jetzt nicht. Also manchmal wenn Gott uns beruft, fühlen wir Menschen uns manchmal unwürdig oder auch unfähig. Und Gott sagt, auch wenn du dich unfähig fühlst, ich werde mit dir sein. Ich werde mit deinem Munde sein. Und ich werde dir Aaron schicken. Und Aaron wird dann für dich sprechen. Und Gott hat für alles eine Lösung. Wir sehen manchmal die Probleme. Und dann sagen wir, nein, es geht nicht. Wenn wir dem Ruf Gottes folgen, dann wird Gott alle Probleme, die wir sehen, in Luft auflösen. Gott hat für jedes Problem eine Lösung. Deswegen, manchmal erfordert es Gottvertrauen. Gottvertrauen, dass Gott den Weg kennt, dass er weiß und dass er den richtigen Weg führt. Deswegen bete darum, wofür Gott dich berufen hat, und folge diesem Ruf. Deswegen die Frage ist, bist du deiner Berufung treu? Punkt 4, die Anforderung der Liebe. Nach Jesu Auferstehung hat er die Jünger wieder getroffen am See Genezareth, Johannes Kapitel 21, und wir lesen dort die Verse 15 bis 19. Johannes Kapitel 21.
Und dort die Verse 15 bis 19. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Herr, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gütest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Und Vers 19 noch, das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Warum hat Jesus den Petrus nach seiner Liebe gefragt? Weil Jesus wusste, die Begeisterung für Jesus hatte Petrus vorher auch schon. Und er war sogar bereit, für Jesus zu sterben und alles für ihn zu tun. Aber nachdem er ihn dreimal verleugnet hat, wusste Jesus das entscheidende Motiv, worum es geht, ist die Liebe. So ist es auch in unserer Nachfolge. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann kann es sein, dass wir ihm folgen, vielleicht weil wir hier oder dort irgendwelche Vorteile uns erhoffen oder irgendwas, aber das entscheidende Motiv sollte sein die Liebe. Die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott, die Liebe zur Bibel, zu seinem Wort, die Liebe zu dem Nächsten. Und wenn diese Liebe fehlt, ist alles andere umsonst. Paulus sagt sogar, dann wäre ich nichts, wie ein tönendes Erz, wie eine klingende Schelle. Deswegen fragt Jesus den Petrus: Hast du mich lieb? Und Petrus bekennt ihm seine Liebe. Aber er weiß auch, aus eigener Kraft kann er diese Liebe nicht hervorbringen. Deswegen sagt er: Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das heißt, Petrus sagt: Aus eigener Kraft kann ich es nicht. Ich habe es versucht und ich bin gescheitert, aber mit deiner Kraft geht es. Und so hat Jesus ihn beauftragt. Er hat ihn beauftragt: Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, folge mir nach. Wenn wir Jesus lieben, dann wird Jesus für jeden von uns einen Auftrag haben. Zeugnis zu geben. Er wird uns Gaben geben, die wir einsetzen können. Und wir können das ausprobieren. Habe ich die Gabe des Lehrens, die Gabe des Predigens, habe ich die Gabe des Helfens, die Gabe der Diakonie, habe ich die Gabe des, was auch immer ich für eine Gabe habe vielleicht. Es gibt in der Bibel eine ganze Menge Gaben aufgelistet. Und ich kann darum beten und sie ausprobieren und kann auf einmal merken, dass ich die eine oder andere Gabe vielleicht habe, die ich nie für möglich gehalten habe. Und dann darf ich den Auftrag, den Gott mir auch gibt und zeigt, auch ausführen. Punkt 5, die Selbstverpflichtung der Liebe. Petrus musste Opfer bringen in seiner Berufung. Das heißt, er hat viel leiden müssen und am Ende ist er sogar der Märtyrertod gestorben. Wie Jesus am Kreuz. Deswegen, Opfer gehören mit dazu. Aber Gott wusste, Jesus wusste, als er ihn berufen hat, zum zweiten Mal berufen hat, nicht nur damals am Anfang seines Dienstes, sondern auch nach Jesu Tod, als er ihn zum zweiten Mal berufen hat, dass auch viele Freuden für Petrus bereit lagen. So ist es auch für uns. Wenn wir Opfer bringen, dann gibt es manchmal durchaus auch schwierige Situationen und Not, die wir auch haben. Aber es gibt auch viele Freuden dabei. Welche Freuden hat Petrus erlebt? Zum Beispiel an Pfingsten. Er hat die Pfingstpredigt gehalten. Und Tausende von Menschen haben zugehört. Und Tausende von Menschen haben sich bekehrt und sind getauft worden. Das ist ein gewaltiges Erlebnis. Das muss die Jünger begeistert haben und durch erfüllt haben. Und sie gingen dann raus mit einer Begeisterung. Ja. Dann die Wunder, die Petrus getan hat. Er hat viele Wunder getan. Natürlich hat Gott durch ihn die Wunder getan, aber das ist auch etwas, wenn man merkt, Gott wirkt durch mich und auch Gott wirkt Wunder durch mich, das ist etwas, was doch auch begeistert, was Freude gibt, was Erfüllung gibt. Und man sieht, Gott tut etwas. Es ist nicht umsonst, was ich tue. Dann, er hat für Tausende von Menschen hat er Jesus bezeugt. Er hat gepredigt für Tausende von Menschen.
Ja, das ist auch etwas, wo er sehen kann, Gott hat mich benutzt, um dass so viele Menschen sich bekehren können und so viele Menschen den Weg mit Gott gehen. Und vor allen Dingen, er hat Freude an der Mission gehabt. Ja, er hat eine Freude im Herzen gehabt. Es ist auch heute noch so, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir Bibelstunden geben, wenn wir sehen, wie Menschen sich entscheiden, wie Menschen sich bekehren, wie Menschen den Weg mit Gott gehen, das gibt eine innere Freude, eine innere Zufriedenheit. Das ist etwas Wunderschönes. Ja, wenn man dann sehen kann, wie ein Mensch in Taufwasser steht und den Bund mit Gott macht, es gibt nichts Erfüllenderes als so etwas. Ja, am meisten ist es meistens, wenn ein Mensch sich bekehrt. Wenn tatsächlich ein Mensch noch nie sein Leben Gott übergeben hat und man die Bibel schon über die Bekehrung mit ihm macht. Und dann spricht man über die Jesu Tod und über, was das bedeutet, die Jesu Tod anzunehmen für uns und wie man Vergebung bekommen kann und so weiter. Und wenn ich dann frage, haben Sie Ihr Leben schon mal Gott übergeben? Und derjenige sagt, nein. Und dann frage ich, möchten Sie das gerne tun? Oder was hindert Sie daran? Er sagt, eigentlich nichts. Dann sage ich, ich lade Sie ein, dass wir es jetzt gemeinsam tun. Und dann habe ich es immer wieder erlebt, wie wenn wir uns zusammen niederknien und Gott darum beten und er sein Leben Gott übergibt, wie der Heilige Geist das Herz erfüllt und wie der Mensch auf einmal eine Freude im Herzen hat und manchmal Tränen fließen und wie ein Mensch neu geboren wird. Und dieses Erlebnis der Neugeburt eines Menschen, das wünsche ich jedem von uns. Nicht nur die Prediger sollen das erleben. Jeder von uns sollte das erleben können, wie ein Mensch ergriffen wird von dem Wort und sich verändert. Ja. Die Freude an der Mission ist die schönste Freude, die es gibt. Ja. Und natürlich, das Schönste ist, wenn wir im Himmel sein werden. Der Lohn im Himmel. Ellen Weiss schreibt doch irgendwas von Sternen in der Krone, aber ich denke, das ist nicht das Entscheidende, sondern wenn ein Mensch dort im Himmel ist und wenn ein Mensch zu dir kommt und sagt, weil du auf der Erde Zeugnis gegeben hast, weil du damals von Jesus erzählt hast, weil du damals mir gesagt hast, weil du mir ein Buch gegeben hast, weil du, deswegen darf ich jetzt hier sein im Himmel. Meine Lieben, wie schön wird es sein, wenn ein Mensch im Himmel ist und ich darf dazu beigetragen haben, dass er dort ist. Wie viel ist ein Mensch wert, der im Himmel ist, für die ganze Ewigkeit? Mein Lieben, es würde sich lohnen, für einen einzigen Menschen nur sich hier aufzuopfern, für ihn zu sterben, dass er im Himmel sein darf. Gott möchte uns benutzen, uns mit, dass wir dazu beitragen können, dass wir machen die Mission nicht, damit die Menschen hier, damit es uns besser geht und damit wir irgendwelche Vorteile hier haben und damit wir stolz sein können auf uns selbst. Nein, sondern wir gehen in die Mission, wir führen Menschen zu Jesus, wir gewinnen Menschen für Gott, damit sie in der Ewigkeit bei Gott sind. Das ist das Ziel, das ist die Motivation. Und darum sollen wir beten, darum kämpfen und darum ringen, dass Menschen den Weg zu Gott finden. In dem letzten Abschnitt, im Freitagsabschnitt von Lektion 13, da haben wir jetzt ein Zitat von Ellen White hinten angeführt, von Testimonies Band 9, 116 bis 117. Das ist so gut, das möchte ich gerne hier nochmal vortragen, damit uns das nochmal vor Augen ist. Vor allen Dingen sind hier jetzt die Leiter angesprochen, die Prediger und die Gemeindeleiter, was wichtig ist, gerade für das Werk der Seelengewinnung. Ellen White schreibt, diejenigen, die die geistliche Aufsicht über die Gemeinde haben, sollten Wege und Mittel finden, mit denen jedem Mitglied der Gemeinde die Möglichkeit gegeben werden kann, eine Rolle in Gottes Werk zu spielen. In der Vergangenheit wurde dies allzu oft nicht getan. Es gab keine klar entworfenen und vollständig ausgearbeiteten Pläne, durch die die Talente aller im aktiven Dienst eingesetzt werden konnten. Es gibt nur wenige, die erkennen, wie viel dadurch verloren gegangen ist. Die Leiter in der Sache Gottes sollen als kluge Generäle Pläne für weitere Schritte im ganzen Werk machen. Bei ihrer Planung sollten sie die Arbeit, die von den Laien für ihre Freunde und Nachbarn geleistet werden kann, besonders berücksichtigen. Das Werk Gottes auf dieser Erde kann niemals beendet werden, bis die Frauen und Männer, die unsere Kirchenmitglieder sind, sich zu diesem Werk zusammenfinden und ihre Bemühungen mit denen von Pastoren und Gemeindebeamten vereinen. Die Rettung von Sündern erfordert ernsthafte, persönliche Arbeit. Wir sollten ihnen das Wort des Lebens bringen und nicht darauf warten, dass sie zu uns kommen. Ach, könnte ich doch Worte zu Frauen und Männern sprechen, die sie zu gewissenhaften Handeln veranlassen würden. Die Momente, die uns jetzt gewährt werden, sind wenige. Wir stehen unmittelbar an der Grenze zur ewigen Welt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jeder Moment ist golden und insgesamt zu kostbar, um sich lediglich der Selbstbedienung zu widmen. In jeder Gemeinde gibt es Talente, mit der
richtigen Anstrengung, die mit der richtigen Anstrengung entwickelt werden können, um eine große Hilfe bei dieser Arbeit zu werden. Was jetzt für den Aufbau unserer Gemeinden gebraucht wird, ist das gute Werk kluger Arbeiter, um Talente in der Gemeinde zu erkennen und zu entwickeln. Talente, die so ausgebildet werden können, dass der Meister sie gebrauchen kann. Meine Lieben, das sollten wir tun. Überlegen, wie können alle in der Gemeinde mitarbeiten, mitwirken, dass wir Pläne ausarbeiten, dass jeder mitarbeiten kann. Denn erst dann, wenn alle mitarbeiten, sagt Ellen White, kann das Werk beendet werden. Noch ein anderes Zitat zum Abschluss. Gute Nachricht für alle. Das ist früher Wirken der Apostel, Seite 85. Lange schon wartet Gott darauf, dass der Geist des Dienens die ganze Gemeinde erfasst und jeder seine Fähigkeit entsprechend für ihn arbeitet. Wenn die Glieder der Gemeinde Gottes der ihnen gegebenen Auftrag zur Evangeliumsverkündigung durch ihren aktiven Einsatz erfüllen, in unbearbeiteten Gebieten in der Heimat wie auch im Ausland, wird bald die ganze Welt informiert und gewarnt sein. Dann wird Jesus Christus mit Macht und großer Herrlichkeit auf diese Erde zurückkehren. Meine Lieben, das wünsche ich mir, dass Jesus bald wiederkommt, dass bald alle Menschen davon gehört haben, dass bald jeder Mensch sich entschieden hat, für oder gegen Gott, und dass Jesus wiederkommt. Deswegen, Jesus ruft uns auf, ihm zu folgen, seine Botschaft alle Menschen auf der Erde weiterzusagen. Und natürlich kann ich sagen, ich sage es allen Menschen weiter, aber es geht darum, dass ich erstmal da anfange, wo ich bin. Meine Familie, meine Nachbarschaft, in meiner Straße, meiner Umgebung, bei meinem Bekanntenkreis, überall, wo Gott mich hinschickt. Meine Lieben, Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Wichtig ist, dass wir diese Berufung erkennen, dass wir ihr folgen, dass wir ernstlich darum beten, ob Gott vielleicht eine neue Berufung für uns hat. Und dass wir erkennen können, dass Gott uns in seinem Werk gebrauchen darf, sein Werk zu beenden, dass jeder Mensch gehört hat vom Evangelium und dass Jesus kommen kann. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir bitten dich, vergib du uns, wenn wir manchmal zu klein gedacht haben, wenn wir manchmal nur uns selbst gesehen haben, wenn wir manchmal nur für uns selbst gelebt haben, nur unsere eigenen Bedürfnisse gesehen haben. Vergib uns manchmal unsere Selbstsucht, dass wir zu viel auf uns selber schauen. Herr Jesus, zeig du jedem von uns, wozu du uns berufst, welchen Platz wir im Werk haben können. Ich bitte dich für alle Leiter unseres Werkes, dass du jedem von unseren Leitern Weisheit schenkst, Pläne zu entwickeln, wie jedes Gemeindeglied in der Mission integriert werden kann. Ich bitte dich für jedes Gemeindeglied, dass jeder seine Gabe entdecken kann, die du ihm gegeben hast, dass jeder sich einsetzen kann und einbringen kann, dass wir alle gemeinsam in diesem Werk stehen, Menschen für dich zu gewinnen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist ausgießen möchtest im Spätregen, dass bald jeder Mensch von dir gehört hat und sich entschieden hat und dass du bald kommen kannst, Herr Jesus. Und darauf warten wir und dafür beten wir, komm doch bald, Herr Jesus. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Herzliche Einladung. Nächste Woche haben wir ein neues Viertel, ein neues Thema, eine neue Lektion. Und ich freue mich auch auf diese Themenreihe vom nächsten Viertel, nämlich es geht um Erziehung und Bildung. Ein ganz wichtiges Thema. Es geht um die Frage von persönlicher Bildung, von Erziehung unserer Kinder und es geht um die Frage auch von Gemeindeschulen. Ich bin gespannt, was wir in diesem Viertel alles lernen werden. Gottes Segen und bis dann.